Jo, hallo Leute, hier sind wir da, euer Table Tennis Gamer, zurück zum Spiel. Wir haben also nun herausgefunden, wie der Spieleberater uns aufs wiederholte Mal verarscht hat, ja. Denn da, wo der Stern sein sollte, ist er de facto nicht. Das ist sehr schön, finde ich auch gar nicht nett. Aber okay. Wenn die meinen, sie müssten uns verarschen, dann meinen die das. Vielleicht hat er auch irgendwie eine Random-Generierung drin, die Sterne-Sache, und das wussten die nicht. Keine Ahnung, als Spieleberater sollte man das aber wissen. Denn als Spieleberater, da ist man schon so etwas wie Gott, sag ich mal. Da weiß man über alles in dem Spiel Bescheid. Auch über die Sachen, die man nicht wissen sollte. Also zum Beispiel, wenn das Spiel auf Grundlage einer Kaffeemaschine entstanden ist, dann sollte ich das als Spieleberater wissen. Finde ich zumindest. Dann sollte ich das als Spieleberater durchaus wissen. So. Und nicht so lange rumfackeln. Das ist natürlich jetzt ärgerlich für uns, weil wir jetzt immer wieder den ganzen Weg hier gehen müssen, wenn wir verkacken. Ja, den will ich doch gar nicht haben. Und das ist gar nicht mal... Ich verstehe auch nicht, warum ich es eben nicht geschafft habe. Ich schätze mal, ich war wirklich knapp daneben irgendwie. Aber knapp daneben ist bekanntermaßen ja auch da... Ist ja auch vorbei. Geht das? Sollte, ne? Ja, das ist jetzt schon zu weit. So. Hier können wir aber durchaus wieder starten. Das gibt es doch nicht! Wo soll der denn sein? Fuck you hard, ey. Wo soll der denn sein? Ich verstehe es nicht. Beziehungsweise, warum treffe ich den denn nicht? Ey, die Kameraperspektive ist auch so wunderbar, weißt du, dass du... Ah, fuck. Regen wir uns nicht auf. Werden den Stern irgendwann bekommen. Auch wenn es Jahre dauert, wir werden ihn irgendwann bekommen. Es kann ja gar nicht Jahre dauern. Warum sollte es Jahre dauern? Irgendwann werden wir ihn bekommen. Es regt mich aber auf, weil ich jetzt so viel wieder machen muss. Es regt mich schon auf, dass die mich verarscht haben und der gar nicht da ist, wo er sein sollte. Das regt mich schon wieder auf. So, naja, fahren wir nochmal ein paar Sternteile. Ist ja vielleicht auch ganz nett. Ist für einen guten Zweck. So, zack, zack, zack. Komm jetzt. Hör auf, Faxen zu machen, beeil dich. Nee. Das nenne ich Verarsche. So, okay, jetzt sind wir wieder hier. Nee, was ich... ich wollte ja eigentlich auch wieder über was sprechen. Ich reg mich jetzt nur gerade so hierüber auf. Und zwar wollte ich mal fragen, wie das bei euch ist. Denn ich krieg mit, dass viele Leute abends nur ein Brot essen oder so. Und mittags dafür warm essen. Und ich finde es lustig, weil bei uns ist es genau andersrum. Wir essen mittags immer nur irgendwie ein Brot. Wenn überhaupt. Ja, der war zu heftig. Ja, leck mich doch, ey. Ich habe keinen Bock mehr. Ich musste gerade mal meine Wasserflasche treten. Frag mich nicht, wie ich das aus dem Sitzen geschafft habe. Das habe ich nämlich gar nicht geschafft, sondern habe ich mit der Hand gemacht. Hab's ihm mit der Hand getreten. Verstehe ich aber auch nicht hier. Das ist echt blöd. Nun gut. Wir essen nämlich mittags immer kalt und abends immer warm. Wie ist das bei euch? Da würde ich gerne mal eine Feldstudie drüber anlegen. Nee, das jetzt auch nicht, aber... Ja, ihr wisst schon. Ich würde mich mal interessieren, was so die Mehrheit von euch macht. Esst ihr mittags warm? Esst ihr mittags irgendwie kalt? Oder was ist da bei euch los? Das würde mich wirklich mal interessieren. Da ist bei uns nämlich irgendwie, ja,
also in Deutschland zumindest atypisch zu sein scheint. Die Japanerin meinte, das ist, in Japan ist es wohl irgendwie mehr Sitte. Meine Oma zum Beispiel, die isst abends auch immer kalt. Wie ist das, kennt ihr das vielleicht auch von verschiedenen Kulturen? Vielleicht seid ihr ja irgendwie, habt ihr Migrationshintergrund. Wie ist das in eurer Kultur? Isst man da eher abends? Also ich würd behaupten, dass es in Deutschland eher so ist, dass man eher abends nicht warm isst. Aber keine Ahnung. Also so habe ich es zumindest immer mitgekriegt jetzt die letzte Zeit. Vielleicht ist es doch auch anders und ich habe es noch nie mitgekriegt. Keine Ahnung, kann auch sein. So, jetzt der nächste Versuch, die Scheiße zu machen. So, komm schon, wir werden das in dem Part auf jeden Fall schaffen, ne? Also selbst wenn wir länger brauchen, wir machen das auf jeden Fall in dem Part. Auf jeden Fall wird das in dem Part gemacht. So. Es ist aber auch echt ärgerlich. Ja, und jetzt springe ich schon viel zu früh ab. Nee, ey. Boah, ich muss mich gerade echt konzentrieren, dass ich nicht voll den Ausraster bekomme. Ah, Mario, ey. Das ist ja echt nicht mehr schön mit dir, du alte Schabracke. Ich verstehe es aber auch nicht. Ich verstehe es wirklich wieder nicht, ne? Es ist wieder so eine Sache, die ich echt nicht verstehe. Es ist wieder so ein Rätsel der Menschheit, das sich mir da auftut. Ein absolutes Rätsel der Menschheit. Wie um alles in der Welt soll das funktionieren? Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wenn das Fuckvieh jetzt... Ne, tut es nicht. Oh mein Gott. So, komm jetzt. Hör auf zu labern jetzt. Zeig... Du Assi-Bratze, so. Weißt du, es hat immer geklappt und auf einmal klappt es nicht mehr, oder was? Einmal runter. So, zack, 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 zack. Hoppa, zack. Naja, okay, von mir aus auch so heute. Oh mein Gott. So, und da sind wir auch schon wieder da oben. Also ich glaube, den Weg nach oben habe ich mittlerweile so gut wie perfektioniert. Kann man fast sagen, ja. Aber den Rest nicht. Weißt du, ich kann auch echt keine andere Kamera... Na, das war scheiße. Egal, vielleicht war das hier von hier sogar jetzt besser. Das gibt es nicht! Boah, nee, ey. Wo ist der denn auf welcher Scheißlänge, ey? Das regt mich so auf. Fuck you, ey. Man kann es nicht erkennen, das regt mich auf. Man kann nicht erkennen, muss ich eher in der Mitte von dem Ding abspringen? Ja, danke für den Monster-Leck mal wieder. Das ist auch sehr aufmerksam gewesen. Habe ich mich richtig drüber gefreut gerade. Dankeschön, Spiel. Man kann es wirklich nicht erkennen, es ist unglaublich, man kann es nicht erkennen. Aber ich mache 3 Kreuze im Kalender, wenn ich den Stern eingesackt habe, wirklich. Mache ich noch mehr als 3 Kreuze. Jetzt haben wir so einen super Sterne-Schnitt-Part pro Dingens-Part gehabt. Und jetzt geht alles kaputt wegen so einer Scheiße hier. Hä? Wegen so einem Dreckstern, sagt er. Wegen so einem absoluten Dreckstern. Den ich einfach bis aufs Verrecken hin nicht bekomme. Ist doch wirklich nicht mehr schön. Kann ich wieder eine Fail-Compilation von machen. Weil ich ja auch schon so viele Fail-Compilations von mir gemacht habe, weißt du? Das nenne ich dann die Ultra-Hard-Fail-Compilation TT-Exclusive-Mitarbeiterwerk-Konzentration oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das voll assi, das Level. So, jetzt passt mal auf.
Könnte ich die scheiß Kamera? Geht aber auch nie. So. Jetzt werde ich das genau ausloten. Kann ich ja gar nicht, weil ich das nie sehe. Toll. Ja. Die Wut staut sich immer mehr. Es ist gerade schon wieder so ein schwerer Kampf, dagegen anzustehen. Ihr nicht nachzugeben. Und den Controller aus dem Fenster zu werfen. Zusammen mit der Konsole. Und dem PC. Obwohl der da gar nichts für kann. Also lassen wir den doch stehen. Aber trotzdem. Es nervt schon sehr. Es nervt schon mehr als sehr. Es nervt überirdisch. Weißt du, es ist eigentlich so ein Stern, den kannst du innerhalb von 2 Minuten machen. Weißt du, innerhalb von 2 Minuten kannst du den ganz locker, flockig aus dem Handgelenk schütteln. Aber was mache ich? Ich brauche so lange dafür, wie kein Mensch dafür gebraucht hat bisher. Du scheiß Drecksvieh. Alter, leck mich. So. Ich würde wetten, kein Mensch hat dafür bisher so lange gebraucht, wie ich dafür jetzt gebraucht habe bisher schon. Und es ist einfach auch so hart, wenn jedes Mal deine Hoffnung zerstört wird. Jedes Mal aufs Neue zerstört das Spiel einfach deine Hoffnung. Weißt du, du hast die Hoffnung, ja, jetzt schaffe ich's, jetzt schaffe ich's aber, ey. Jetzt bin ich der King. So, und was ist? Dann kriegst du zu sehen, wie du wieder daneben springst. Ey, das macht dich doch krank. Jetzt kriege ich hier auch noch nicht mal alle mit. Ja, komm jetzt, hör auf, Faxen zu machen. Oh, ich könnte echt heulen, ey. Warui, 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 Waruina, Warui, Warui, Warui. Boah, leck mich doch, ey. Ah, vielleicht sollte ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen. Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Zeit, als ich glaube zu haben. Das ist so nice. So, pass auf. Ah, jetzt wollte ich ein Experiment machen. Toll. Ja, leck mich doch. Mache ich eben hier ein Experiment. Ja, das geht. Alles klar. Ja, ho. Oh, ich habe mich gerettet. Ho. Hoho. Ich bin der Master. Ich bin der Master. Ich habe mich gerettet, wie auch immer. Ich weiß jetzt, wie es geht. Ich weiß jetzt, wie es geht. Ich weiß jetzt, wie es geht. Das ist ja voll einfach. Warum habe ich das nicht vom Anfang an so gemacht? Das ist echt nicht schwer, Leute. Wartet ab, wartet ab. Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit werde ich das jetzt schaffen. Ja, dafür schaffe ich das nicht. Ja, dafür habe ich das auf noch nie da gewesen. Scheiße. Oh, ich wollte gerade sagen, jetzt sagt nicht, dass das nicht mehr kommt hier. Leck mich so. Leck mich so. Ja, leck mich, leck mich, leck mich so. Dim, 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 Mario. War das so schwer, Junge? War das so schwer? Nein, war es nicht. Warum brauchst du so ewig für so einen scheiß verkackten Stern, der so einfach war?
Das möchte ich mal wissen. Das möchte ich wissen. Nun gut, wir haben es geschafft, Leute. Zum Glück 5000 Dinge können wir schon mal unsere eigenen nennen. Das ist nicht schlecht. Und, yo, ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.